Kapitel 4. Der unzufriedene Lehrer. Ha! Was für ein rücksichtsloser alter Mann. Sirius, er ist doppelt so stark wie ich dachte. Und was war das für ein Angriff mit 8 aufeinanderfolgenden Schlägen? Ich fragte mich ernsthaft, ob ich in einer Art Manga-Setting bin. Ich konnte den Schlägen ausweichen, aber ehrlich gesagt, ohne meinen Boost-Zauber wäre ich erledigt gewesen. Außerdem waren seine Fähigkeiten durch sein hohes Alter und seine Nachlässigkeit stark eingeschränkt. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn er noch in seinen besten Jahren gewesen wäre. Dennoch gelang es mir, ihn im Waffenkampf zu schlagen. Das Holzschwert war sicherlich stark und schwer zu zerbrechen, aber wenn es wiederholt an der gleichen Stelle getroffen wird, wird es natürlich brüchig. Danach ist es möglich, das Schwert zu zerbrechen, wenn man mit voller Kraft auf dieselbe brüchige Stelle zielt und sie trifft. Dieses Kunststück war nur durch meinen Boost und meine Sehkraft möglich, die es mir in meinem vorherigen Leben ermöglichte, Kugeln auszuweichen. Im schlimmsten Fall, wenn nur mein Schwert zerbrochen wäre, hätte ich meine Niederlage erklärt und aufgegeben. Dieser alte Mann ist eindeutig ein Kampfwahnsinniger. Er lachte laut, während er kämpfte, und er hatte wirklich Spaß, während er mit seinem Schwert herumfuchtelte. Er war ziemlich leicht zu durchschauen, da ihn die Emotionen übermannten, und so gelang es mir, ihn zu überrumpeln, als die Waffen zerbrachen und ich ihn am Kiefer traf und ihm das Licht ausknipste. Da ich ohne zu zögern zuschlug, erschütterte es sein Gehirn so heftig, dass er wahrscheinlich eine Weile nicht mehr aufstehen würde. Dieser Angriff war so heftig, dass ein normaler Mensch mit Sicherheit getötet worden wäre. Dennoch ist es so, wie man es von einem alten Mann, der als der Stärkste gilt, erwarten würde. Ich bin zwar nicht so sehr wie er, der zufrieden schläft, aber auch ich bin ziemlich froh, dass ich nach all der Zeit wieder alles geben kann. Ich würde ihn gerne wieder als Gegner haben, aber ich schätze, dass es da ein paar altersbedingte Probleme geben würde. Wie auch immer, ich werde mich um den alten Mann kümmern. Ich kann es nicht ertragen, ihn schweißgebadet draußen stehen zu lassen. Ugh. Hihi. Aha. Laiö, er beginnt plötzlich laut zu lachen. Habe ich ihn zu hart getreten? So lustig. Es ist schon so lange her, dass ich so einen Kampf hatte. Ich fühle mich wie neugeboren. Laiö, als er das sagt, springt er auf, als ob nichts passiert wäre. Nein, warte, willst du mich verarschen? Hat er sich sofort erholt, nachdem sein Gehirn so durchgeschüttelt wurde? Tut mir leid, aber ich möchte, dass du mir noch einmal deinen Namen sagst. Laiö, man könnte meinen, dass du dich nicht daran erinnern kannst, mich nur Junge zu nennen. Ich heiße Sirius. Sirius, du brauchst keine Ehrentitel und solche Sachen. Es ist in Ordnung, wenn du mich auch so nennst, wie du willst, Sirius. Du hast mich schließlich geschlagen. Laiö, der alte Mann hört gar nicht mehr auf zu lachen. Er hat sich schon mit der Situation abgefunden, nicht wahr? Das lag an meinem Überraschungsangriff, richtig. Mit einem Frontalangriff hätte ich sicher verloren. Sirius, das lag nur an meiner eigenen Unachtsamkeit. Ich werde mich auf ewig schämen, wenn wir sagen, dass ich nicht verloren habe. Laiö, ich verstehe. Dann ist es mein Sieg. Sirius, in der Tat, es ist dein Sieg. Aber na ja, das hat so viel Spaß gemacht. Meine Techniken sind gar nicht durchgegangen. Laiö, jetzt ist nicht die Zeit, sich aufzuregen, wir sollten zuerst unsere Körper pflegen. Wir sind beide ziemlich erschöpft, oder? Sirius, vergiss den alten Mann, auch ich bin verschwitzt und meine Kleidung ist hier und da zerrissen, obwohl ich keinen direkten Treffer abbekommen habe. Wir haben die Kleidung mit unseren Holzschwertern nur gestreift,
Aber unsere Hiebe haben sie zerschnitten, während wir weiter gekämpft haben. Unsere körperliche und geistige Kraft war ebenfalls erschöpft. Das ist richtig. Lass uns erst einmal zurückgehen und uns drinnen ausruhen. Waaah. Laiö, als er das Haus betritt, rutscht er aus, fällt hin und schlägt die Tür ein. Das zeigt nur, dass sein Fuß gründlich beschädigt wurde. Ich bin erleichtert, dass er sich wie ein richtiger Mensch verhält. Wir kehren ins Haus zurück und nachdem wir uns um unsere Körper gekümmert haben, trinken wir Tee, während wir uns auf beiden Seiten eines Tisches gegenüber sitzen. Hem. Köstlich. Sirius und Laiö, der alte Mann und ich haben fast das gleiche Alter, also ist es nicht seltsam, dass wir den gleichen Satz sagen, nachdem wir eine Tasse Tee getrunken haben. Fuu, so eine angenehme Müdigkeit. Nun denn, Sirius, zuallererst möchte ich mich bei Ihnen bedanken. Laiö, der alte Mann verbeugt sich stark, als würde er sich niederwerfen. Obwohl ich seine Beweggründe irgendwie verstehe, finde ich, dass er zu weit geht. Erhebe dein Gesicht. Diese ganze Sache hat mir erlaubt, einige wertvolle Erfahrungen zu sammeln, also möchte ich auch meine Dankbarkeit ausdrücken. Sirius, trotzdem habe ich mich nach einem starken Mann wie dir gesehnt. Wenn du nicht gekommen wärst, wäre ich im Stillen verrottet. Deshalb möchte ich meine Dankbarkeit zum Ausdruck bringen. Danke. Laiö, sein Gesicht verändert sich radikal von dem gelangweilten Blick, den er bei unserem ersten Treffen hatte, und strahlt jetzt mit einem strahlenden Lächeln. Er sieht auch 10 Jahre jünger aus. Es fühlt sich nicht schlecht an, sich zu bedanken. Obwohl ich vorhatte, nur gegen den alten Mann zu kämpfen, hatten wir am Ende ein angenehmes Gespräch. Abgesehen vom Danken, möchte ich dich um einen Gefallen bitten. Würde es dir etwas ausmachen, noch einmal gegen mich zu kämpfen? Laiö, du meinst, jetzt gleich. Sirius, genau. Ist das, was ich sagen möchte, aber mein Körper ist an seiner Grenze. Außerdem wäre es unhöflich von mir, dir in so einem schlechten Zustand gegenüberzutreten. Laiö, du denkst, es wäre in Ordnung, was den Altersunterschied angeht. Sirius, kein Problem damit. Es wird mir auch nicht schwer fallen, wieder in meine besten Jahre zu kommen, weil ich dieses Gefühl der Erfüllung habe. Außerdem willst du es doch auch tun, oder? Laiö. Verstehst du das? Sirius, ja. Obwohl dein Kampfstil ziemlich ungewöhnlich ist, hast du viele Überraschungsangriffe, Schleichangriffe und solche Sachen benutzt. Trotzdem hast du die Schwerter mit mir von vorne gekreuzt, das zeigt, dass du wirklich trainieren wolltest. Laiö, er scheint mich gründlich inspiziert zu haben, obwohl er nur aus Instinkt kämpft. Wie der alte Mann sagte, ist mein Kampfstil auf Nahkampf, Schleichangriffe und dergleichen ausgerichtet. In meinem früheren Leben habe ich mich immer allein in das Lager des Feindes geschlichen und ein Attentat verübt, aber am Ende habe ich dort gewütet und alles vernichtet. Ehrlich gesagt, wenn etwas passiert, kann ich einfach meine Magnum aus nächster Nähe abfeuern. Allerdings könnte es eine Situation geben, in der ich weder Magie noch Überraschungsangriffe einsetzen kann. Tatsache ist, dass ich mir die nötigen Fähigkeiten aneignen muss, um selbstbewusst von vorne zu kämpfen. Ich weiß auch, wie viel Spaß mir das Training macht, wenn auch nicht so viel wie der alte Mann. All das ist der Grund, warum ich mit ihm an der Front kämpfe. Du darfst trainieren und ich darf gegen dich kämpfen. Siehst du? Es ist eine Win-Win-Situation. Wie ist das? Laiö, du kennst die Antwort schon, richtig. Ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit. Sirius, Umu. Zenitsa Deal. Laiö, wir tauschen einen festen Händedruck aus. Obwohl alles gut ist,
Da ich vom Kind zum Erwachsenen heranwachsen werde, wird sich der alte Mann danach immer weiter zurückziehen. Außerdem wird seine schwindende Körperkraft zurückkehren, und ich denke, das wird eine unvorstellbare Strafe für mich sein. Es ist ein Vergnügen für mich, dir in meinem Alter den Rücken zu stärken. Ich freue mich darauf, auch wenn ich dich nicht mehr einholen kann, egal wie sehr ich mich anstrenge. Laiö, wenn es dieser alte Mann ist, könnte er genau das tun, und zwar unerwartet schnell. Ich ahne, dass er im schlimmsten Fall noch stärker wird als zu seinen besten Zeiten. Ich meine, diese Art von Kampfwahnsinnigen werden unverschämt, wenn sie ein Ziel vor Augen haben, nicht wahr? Auch ich kann nicht unachtsam sein. Nachdem ich Fei als neue Freundin gewonnen hatte, konnte ich mir einen Rivalen suchen, gegen den ich auf gleicher Augenhöhe kämpfen kann. Danach, während ich darauf wartete, dass sich meine Kräfte erholten, sprach ich mit dem alten Ma. Laiö. Ich erklärte ihm meine persönliche Situation und hörte mir Laiös Geschichte an, die wirklich interessant war. Unterwegs zeigte ich ihm einige Zauber, aber wie ich dachte, ist meine Magie zu speziell und selbst Laiö hat so etwas noch nie gesehen, obwohl er ein Ältester ist. Eines Tages würde ich gerne mit all deiner Magie gegen dich kämpfen. Allein der Gedanke daran, wie ich kämpfen soll, bringt mich zum Kochen. Laiö, du bist schon krank, nicht wahr? Sirius, und ich werde mich nie wieder erholen, hahaha. Laiö, als wir zurückkamen, ließ ich ihn einige Teeblätter teilen. Da Laiös neue Entdeckung noch keinen Namen hatte, nannte ich sie japanischer Tee. Ich habe vor, den Ort danach öfters zu besuchen und habe ihn auf meiner handgefertigten Karte fest eingezeichnet. Wenn ich direkt nach Hause fahre, brauche ich etwa eine Stunde von hier bis zu meiner Wohnung, schätze ich. Wenn du das nächste Mal kommst, werde ich wieder in der Lage sein, meine Liebesklinge bis zum Anschlag zu schwingen. Laiö. Wegen deines Alters. Versuche dich nicht zu überanstrengen. Sirius, scheiß drauf, ich bin immer noch im aktiven Dienst. Laiö, Laiös Liebesklinge ist ein riesiges Schwert, so groß wie er selbst, ich denke, es ist mindestens 100 Kilogramm schwer. Als ich mich mit einem Schauer daran erinnere, dass der alte Mann erklärt hat, dass er dieses Ding herumschwingen wird, verlasse ich Laiö und kehre nach Hause zurück. Ah, willkommen zu Hause, Sirius Samathilde. Noel, als ich ins Haus zurückkam, begrüßte mich Noel, die gerade die Fenster wischte, indem sie mit der Hand winkte. Übrigens, obwohl es in dieser Welt Glas gibt, ist es nicht durchsichtig wie in meinem vorherigen Leben, also sind die Fenster aus einem Material gemacht, das von einer durchsichtigen Art von Dämonen stammt. Ich bin zu Hause, Noel. Ist irgendetwas Ungewöhnliches vorgefallen? Sirius, nichts Besonderes. Oh, jetzt, wo du es erwähnst, Disan sagte, er wolle dir etwas berichten. Noel, verstanden. Ich nehme an, wenn es um diese Zeit ist, hat er mich zum Lagerhaus gerufen, richtig? Sirius, ja Tilde. Noel, das Lagerhaus ist ein Gebäude an einer Ecke des Hofes. Da wir dort verschiedene Experimente wiederholen, müsste die also auch dort sein. Ich verabschiede mich von Noel, während ich auf den Eingang zusteuere, aber die Tür öffnet sich, bevor ich meine Hand danach ausstrecken kann, und ich werde von Elena begrüßt. Willkommen zu Hause, Sirius Summer. Elena, ich bin zu Hause, Elena. Sirius, sie verbeugt sich anmutig und untersucht mich auf Verletzungen. Ah, das ist schlecht. Ich hatte vergessen, dass meine Kleidung während des Kampfes mit Laiö zerrissen war. Ich dachte, dass Noel mich darauf hinweisen würde, aber es scheint, dass sie sich an mein seltsames Verhalten gewöhnt hat. Elinas Augen werden schärfer und sie packt mich an der Schulter, als mir der kalte Schweiß ausbricht.
So zerfleddert. Gibt es irgendwelche Verletzungen? It is all right. Nur meine Kleidung wurde zerrissen, also bin ich unverletzt. Wirklich? Ich werde es bestätigen. Wenn du dich umziehst? Nein. Ich sagte doch, es ist alles in Ordnung. Ich werde es bestätigen. Yes, obwohl sie wie eine Mutter für mich ist, ist es immer noch peinlich, beim Umziehen beobachtet zu werden. Aber sie macht sich wirklich Sorgen um mich und nicht um die Kleidung, also ist es schwer abzulehnen. Schließlich habe ich sie nicht aufgehalten und ziehe mich unter Elinas Aufsicht um. Auf halbem Weg murmelte ich. Sie sind prächtig geworden. Und dachte an meine Muskeln. Als ich mit dem Umziehen fertig war und zurück ins Wohnzimmer ging, wartete die mit einem Holzbehälter in der Hand. Willkommen zu Hause, Sirius-sama, ich bin zu Hause, die. Ich habe gehört. Du hast mir etwas zu sagen. Was ist es? Ah. Ja, sieh dir das bitte an. Oh, hast du es endlich geschafft? Die hält mir einen Behälter hin, der bis zum Rand mit Wasser gefüllt ist und in dem ein weißer Gegenstand versinkt. Ich koste nur leicht, um es zu beurteilen, aber es ist nicht zu übersehen. How is it? Gut, es ist komplett. Es ist genau so, wie ich es mir vorgestellt habe. Thank goodness, die Sache, die zubereitet hat, ist Tofu. Es gibt in dieser Welt eine Bohne, die der Sojabohne ähnlich ist, und als Ergebnis meiner Untersuchung habe ich herausgefunden, dass sie fast die gleiche ist wie die in meinem früheren Leben. Die Bohne hat bereits einen übermäßig langen Namen, aber da ich sie Sojabohne nenne, wurde es zur Regel, dies zu tun, und alle anderen nennen sie jetzt so. Die wiederholte im Lagerhaus einen Prozess des Ausprobierens und versuchte, verschiedene Dinge daraus zu machen. Eines dieser Dinge ist dieser Tofu, den er nach meinen Anweisungen schließlich herstellen konnte. Obwohl ich derjenige bin, der das Material und das Wissen beschafft, tut es mir immer noch leid, dass ich dir den größten Teil der eigentlichen Herstellung überlassen habe. Zur Herstellung von Tofu müssen die Bohnen lange in Wasser eingeweicht, auf eine bestimmte Weise gekocht und gemischt werden, eine einfache, aber mühsame Arbeit. Es tut mir leid, ich lasse dich immer die mühsame Arbeit machen. Ganz und gar nicht. Ich lerne daraus und es macht mir Spaß. Verstehe, dann kümmern Sie sich bitte das nächste Mal wieder um mich. Leave it to me. Ist das Tofu? Es ist ein sehr weiches Ding, nicht wahr? Tilde Noel, die mit dem Wischen der Fenster fertig ist, gibt ihren Eindruck wieder, während sie den Tofu anstalltapst. Ich denke, dass man normalerweise nicht denken würde, dass harte Bohnen so werden können. Ich weiß nur, wie man Gerichte wie diesen Tofu zubereitet, weil Kochen eines meiner Hobbys in meinem früheren Leben war. Als ich für den Krieg durch die Welt reiste, musste ich immer wieder Lebensmittelrationen und alles, was ich sonst noch fand, essen, und schließlich konnte ich alles essen, egal wie schlecht es war, solange es nicht vergiftet war. Da ich aber auch etwas Gutes essen wollte, begann ich zu kochen, und ohne es zu merken, wurde es zu einem Hobby, und ich eignete mir verschiedene Kenntnisse darüber an. Ich frage mich, wie es schmeckt. Noel, nun. Es ist nicht sehr schmackhaft. Sirius-sama, es ist komplett, oder? Noel, das ist es tatsächlich. Es wird meistens mit anderen Dingen kombiniert und nicht allein verwendet. Die Textur des Essens ist ziemlich einzigartig, aber das ist der wichtigste Teil des Gerichts. Also geht es beim Kochen nicht nur darum, leckere Sachen zu machen. Es ist eigentlich ziemlich tiefgründig. Noel, trotzdem, das ist eine Erleichterung. Ich kann das, was ich heute machen wollte, zu Ende bringen. Sirius, ha. Was meinst du, Sirius-sama? Noel, ein neues Gericht, hey,
Die, oh. Das ist, weil ich zum Meer gegangen bin und es geschafft habe, diesen Kerl hier zu fangen. Sirius, die Spannung zwischen den beiden steigt, als sie von dem neuen Gericht hören. Das liegt daran, dass ich sie jedes Mal probieren lasse, wenn ich ein Gericht entwickle, das nicht von dieser Welt ist. Obwohl es einige Vorlieben und Abneigungen gibt, mögen sie die Dinge, die ich zubereite, so dass sie ihre Mägen fest umklammert halten. Noels Lieblingsgerichte sind übrigens Mayonnaise und Pudding, Dies Lieblingsgerichte sind Tempura und Brathähnchen. Elinas Lieblingsessen ist French Toast, das ist wie eine Erinnerung an das eine Mal, als sie ihn gegessen hat, als ich sie gerettet habe. Das ist mir ein bisschen peinlich. Obwohl die beiden zusammen jubeln, verhärtet sich ihr Gesichtsausdruck, sobald sie das sehen, was ich herausnehme. Ich frage mich, ob es seltsam ist, plötzlich trockenen Seetang herauszunehmen. Was ist das für ein schwarzes Ding? Es gibt ein schlechtes Gefühl. Das ist eine Art Gras, das im Meer wächst. Man nennt es Kombu. Ich fand es an der Küste und ließ es dort trocknen, bevor ich den Kontinent überquerte, und sammelte es auf meinem Rückweg ein. Der Geschmack sollte gut sein, da er etwa einen halben Tag lang getrocknet wurde. Sollen wir das essen? Nun, das Ding ist genau so, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber dieses Mal werde ich eine Suppe daraus machen, anstatt es zu essen. Dashi, das mit Seetang gemacht werden kann. Ich will sofort in die Küche gehen, um es zu kochen, aber Elena hält mich auf halbem Weg auf und beginnt, Tee zu kochen. Sirius-sama, solltest du dich nicht ausruhen, da du gerade zurückgekommen bist? Hem, ist das so? Ihr solltet euch auch ausruhen. Sirius-sama, ich möchte dich nach dem Grund für deine zerrissene Kleidung fragen. Sie lächelt, aber sie strahlt eine sehr intensive Präsenz aus. Ich möchte, dass sie aufhört, dieses Gesicht zu machen, weil es, ehrlich gesagt, unheimlich ist. So erkläre ich einfach, dass ich Laiö getroffen habe. Du hast diesen Gutesurugi getroffen? Ist das so überraschend? Seine Kraft war großartig, aber er sah nur optisch wie ein alter Mann im Ruhestand aus. Nein, nein, ich habe ihn nie getroffen, aber ich kann mit Sicherheit sagen, dass er erstaunlich ist. So sehr, dass er sogar als Held in Büchern auftaucht. Elena, man nennt ihn auch eine lebende Legende. Das habe ich auch gehört. Er stürmt jedes feindliche Lager allein und bringt sie in nur einem Tag zur Kapitulation. Er scheint unzählige heldenhafte Episoden zu haben. Elena, könnte es sein, dass du ihn herausgefordert hast als Obtilde? Das kann doch nicht wahr sein, oder Tilde? Noel, ich verstehe das alles gut. Diese Person war wirklich stark. Ehrlich gesagt, war es ein sehr knapper Sieg. Sirius, ha. Ahaha. Auch wenn es wie ein Witz klingt, kann ich es glauben, wenn du es bist. Noel, ernsthaft, wenn sie von jeder meiner Aktionen überrascht werden, wird es kein Ende nehmen. Obwohl das für Noel gilt, nickt Elena nur mit einem zustimmenden Ausdruck. Deine Kleidung ist also zerrissen, weil du gegen diesen Gutesurugi gekämpft hast. Aber Sirius-sama, bitte übertreibe es nicht. Elena, aber ich werde nicht stärker, wenn ich es nicht übertreibe. Sirius, trotzdem, obwohl ich bis zu einem gewissen Grad darüber hinwegsehen kann, sage ich es immer wieder. Bitte übertreibe es nie. Elena, ich verstehe, Sirius, obwohl ihre Worte irgendwie nervig sind, kommen sie aus reiner Sorge um mich. Ich schätze, sie wird nicht von mir ablassen, selbst wenn ich darüber jammere, also ist es das Beste, wenn ich gehorsam nicke. Allerdings ist es besser, wenn sie mein Verhalten übersieht, aber ich kann nicht zulassen, dass Elena sich jedes Mal Sorgen macht. Ich muss einen Weg finden,
Sie über meine Sicherheit zu informieren, ich werde mir etwas einfallen lassen. Trotzdem. Es ist eine erstaunliche Geschichte. Jemanden wie den legendären Gutesurugi und eine seltene Elfe in so kurzer Zeit zu treffen. Noel, auch wenn du das sagst, ich habe sie nur zufällig getroffen. Sirius, ich möchte sie auch treffen. Ich weiß nicht, wie es bei M.A. Gutesurugi ist, aber ich habe gehört, dass Elfen schön sind. Sirius-sama, diese Person war doch eine hübsche Frau, oder? Könnte es sein, dass du dich verliebt hast? Noel, das ist nicht gut. Auch wenn sie eine Schönheit und eine Elfe ist. Muss ich sie richtig kennenlernen, ich werde das nicht erlauben, wenn ich denke, dass sie nicht geeignet ist. Elena, es ist hoffnungslos, Elinas Augen sind wie die einer Schwiegermutter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie Efai schimpft oder tadelt, weil sie beim Putzen einen Schritt ausgelassen hat. Die andere Partei ist diejenige, die sich verliebt hat. Das kann ich nicht sagen. Auch wenn der Kuss nur eine Form der Dankbarkeit war, würde Elena sicher ausrasten, wenn sie davon erfahren würde. Er sagte, dass sie sich frühestens in einem Jahrzehnt treffen können, richtig? Dann vergiss die Elfe, das heutige Ereignis ist wichtiger. Noel, ja, dann sei bitte sehr vorsichtig. Elena, verstanden? Nun denn, ich denke, es ist Zeit zu kochen. Die, hol mir 2 Stücke Tofu aus dem Lager. Ich werde damit kochen. Sirius, ich verstehe. Die, nun denn, ich werde versuchen, etwas Yosenabe zu machen. In dieser Welt gibt es weder viele Gewürze noch eine gute Suppenbrühe, die zu Gemüse und Fleisch passt. Als ich das Meer fand, erinnerte ich mich an die Existenz von Setang Kombu. Ich fand etwas, das die gleiche Form und Atmosphäre hatte, ich überprüfte es auf Gift, aber es war keines vorhanden, und so koche ich es als Experiment. Zuerst wische ich den Schmutz auf der Oberfläche mit einem trockenen Geschirrtuch ab und gebe ihn in einen mit Wasser gefüllten Topf, den ich dann auf mittlerer Flamme koche. Kurz bevor es zu kochen beginnt, nehme ich den Setang heraus und schon ist die Suppe fertig. Dann schneide ich das Gemüse und das Fleisch, das die vorbereitet hat, in eine mäßige Größe, gebe die schwer zu kochenden Materialien in die Suppe und koche sie zusammen. Ich reguliere den Geschmack mit Salz und Zucker, da es keine Sojasauce gibt. Nachdem ich die Suppe weiter köcheln lasse, treten die Aromen der Zutaten aus und das Yosenabe ist fertig. Obwohl die Kochmethode einfach ist, sieht es lecker aus. Aber ich weiß nicht, wie viel man pro Person braucht. Das ist ein Gericht, das eigentlich nicht geteilt werden soll, sondern jeder muss vom selben Teller essen. Ich erkläre es. Wenn alle Mitglieder versammelt sind, also lasst uns erst einmal das Essen machen. Ich bereite einen kleinen Tisch vor, die macht sich neben mir Notizen, alle sitzen jetzt um den Topf herum. Übrigens, da es keinen Gasherd gibt, stelle ich unten ein Feuerzaubergerät auf schwacher Stufe auf. Elena und Noel recken ihre Hälse und betrachten die fertige Narbe. Ist das Narbe? Wo ist das schwarze Gras hin? Noel. Es enthält auch den Tofu von vorhin. Nicht wahr? Gibt es irgendwelche besonderen Manieren, um das zu essen? Elena, ich habe am Ende etwas Setang dazugegeben und ihn in den Boden versenkt, aber der Geschmack sollte dir gefallen, Noel. Und es gibt keine bestimmten Regeln, die man befolgen muss. Du kannst machen, was du willst, solange du eine Schöpfkelle benutzt, um die Suppe in die kleinen Teller zu schöpfen und direkt aus dem Topf isst, um den Geschmack zu erhalten. Sirius, direkt. Das ist, Elena. Elena macht ein bitteres Gesicht. Sie denkt wahrscheinlich, dass es unhöflich ist, wenn ein Diener aus demselben Topf wie der Meister ist. Wie auch immer, das ist nicht mein Problem. Nabe ist ein Gericht,
das sowohl den Körper als auch den Geist wärmt, und es wird in glücklichen Familienkreisen gegessen. Das ist ein passendes Gericht für uns. Denkst du nicht? Sirius. Ich grinse. Während ich etwas Gemüse direkt aus dem Topf nehme und es esse. Fumu. Obwohl sein Geschmack im Vergleich zu meinem früheren Leben einfach und unbefriedigend ist, ist es immer noch ein köstliches Gericht. Familie. Ein glücklicher Familienkreis, was? Wenn es für die Familie ist, dann kann man nicht anders. Elena, das stimmt, es ist genau wie Sirius Sama sagte, dieses Gericht ist für uns. Also, ohne weitere Verzögerung. Hot. Noel, obwohl ich für alle Fälle einen Löffel vorbereitet hatte, fingen alle Mitglieder an, Stäbchen zu benutzen, nachdem ich sie vor einiger Zeit hergestellt hatte. Elena und die haben sich schnell daran gewöhnt, aber Noel fehlt es noch an Erfahrung und sie verliert den Halt an den Stäbchen, so dass sie in die Suppe fallen und diese auf sie zurückspritzt. Du bist immer noch nicht daran gewöhnt, ich werde es in den kleinen Teller für dich schöpfen. Die, oh, danke die, Noel, die folgt ohne Verzögerung. Beeilt euch einfach und fangt an euch zu verabreden. Ich werde euch mit all meiner Kraft segnen. Die Kompatibilität der Suppe und des Tofus ist sehr gut. Ich werde wahrscheinlich viel essen. Elena, der Tofu ist auch gut für den Körper und hat einen Diäteffekt. Sirius, ist das wahr? Die, mehr Tofu, bitte. Noel, verstanden? Die, langsam, die Pfanne läuft nicht weg. Es ist heiß, also ist vorsichtig. Sirius, natürlich. Aber das wird kein Problem sein, wenn es so sehr abgekühlt ist. Heiß. Noel, das liegt daran, dass Noel eine sehr hitzeempfindliche Zunge hat, weil sie von der Unterrasse der Katze ist. Außerdem passt das nicht zu Tofu, der an der Oberfläche kalt, aber innen heiß ist. Dieses Mädchen bleibt nie hinter meinen Erwartungen zurück. Nach dem Essen, das mich sowohl geistig als auch körperlich befriedigt hat, habe ich dir und Noel beim Training geholfen. Ich nenne es Training, aber ich habe dir nur dabei geholfen, ein neues Rezept für ein Gericht zu entwickeln, und Noel beim Üben des magischen Bildes, das ich ihr beigebracht habe. Ich gebe ihnen nur von Zeit zu Zeit einen Rat, aber das scheint ihnen zu genügen. Obwohl es für mich einfacher und besser ist, nicht mehr als nötig arbeiten zu müssen, fühle ich mich als ehemalige Lehrerin trotzdem ein wenig einsam. Da ich die beiden nur berate, kann ich nicht sagen, dass sie meine Schüler sind. Als ich heute Morgen die Geschichte von Laiö hörte, fand ich sie traurig, aber auch die Erinnerung an mein altes Ich ließ mich nicht abschütteln. Ah! Ich möchte einen Schüler bekommen. Mit diesen trüben Gefühlen schlafe ich ein. Obwohl ich ängstlich bin, fällt mir das Einschlafen leicht, weil ich gegen Laiö alles gegeben habe. Danach sah meine tägliche Arbeit ungefähr so aus. Körperliches und magisches Training. Studieren des Wissens dieser Welt. Suche auf dem nächsten Kontinent. Geld sammeln, um in die Schule gehen zu können. Und, neu hinzugekommen, Scheingefechte mit Laiö. Jeder Tag vergeht auf diese Weise und ich wachse schön weiter heran. Und dann, ein Jahr später. Nicht weit von hier kommt es zu einer schicksalhaften Begegnung.